tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Pumpkin vor. Pumpkin ist die Weiterentwicklung von Irbis und hat wie dieses einen Pflanze-Geist-Typ, was ihm eine Schwäche gegen Feuer, Geist, Unlicht, Eis und Flug, eine Resistenz gegen Pflanze, Wasser, Elektro und Boden sowie eine Immunität gegen Normal- und Kampfattacken gibt. Zu Pumpkin muss man dazu erwähnen, dass es in vier verschiedenen Größen existiert. Das Ganze hat nicht nur Auswirkungen auf seine Größe und sein Gewicht, sondern auch auf seine Statuswerte. Je größer Pumpkin ist, desto mehr KP und Angriff und umso weniger Initiative hat es. Hier möchte ich auf ein Pumpkin in der XL-Variante eingehen. Das XL-Pumpkin ist zwar relativ langsam, dafür hat es ordentlich KP und Angriff. Die EV verteilen wir hier in Angriff und Initiative, dazu ein hartes Besen, um den Angriff zu erhöhen. Die Fähigkeit Schnüffler bewirkt jetzt keinen großartigen Kampfvorteil, jedoch könnt ihr damit das Item eures Gegners scouten und damit eventuell die Strategie eures Gegners erahnen. Als Attacken nimmt man Samenbomben, Schattenstoß, Nitroladung und Halloween. Samenbomben und Schattenstoß sind die beiden Step-Attacken, letztere hat auch hier eine kleine Priorität. Nitroladung gibt Coverage gegen häufig gespielte Pokémon wie Xerox oder Tentantel und wird im Normalfall auch nicht unbedingt auf so einem Pokémon erwartet. Nebenbei erhöht Nitroladung auch die Initiative um eine Stufe. Halloween gibt dem Gegner zusätzlich zu seinen normalen Typen auch einen Geist-Typ. Letzte Attacke mag hier auf den ersten Blick etwas fragwürdig klingen, jedoch nutzt man diese Attacke nur in Kombination mit einem Z-Kristall. Z-Halloween gibt Pumpkin nämlich zusätzlich zu seinem normalen Effekt noch plus 1 auf alle Statuswerte. Mit dem Boost wird Pumpkin ziemlich stark und kann nach einer weiteren Nitroladung auch fast alle Pokémon überholen. Seine Attacken sind zwar jetzt nicht unbedingt die stärksten, jedoch kann dieses Set für die ein oder andere Überraschung sorgen. Ich persönlich sehe das Ganze auch eher als ein Funset an. Wenn ihr sowas gerne mal spielt, dann probiert es doch einfach mal aus. Mit kleineren Versionen von Pumpkin funktioniert das Set übrigens auch. Man sollte nur je nach Größe die EV etwas anders verteilen, da ihr bei den kleineren Versionen nicht mehr so viel Init-EV braucht und dafür mehr EV für Defensive übrig habt. Teamoptionen kann man hier nicht wirklich nennen, da der Z-Halloween-Trick nur einmal pro Kampf funktioniert und man es somit auch nicht wirklich auswechseln will. Achtet einfach wie immer darauf, ein gut ausbalanciertes Team zu haben. Das war von meinem Pumpkin. Und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.